Octoprint ist so etwas wie der Klassiker unter den webbasierten Drucksteuerungen. In den nächsten Minuten möchte ich euch kurz alle wichtigen Funktionen von Octoprint vorstellen. Am Ende des Videos findet ihr eine kurze Zusammenfassung der wichtigsten Vor- und Nachteile dieser kostenlosen Drucksteuerung. Über Octoprint lässt sich euer 3D-Drucker ganz bequem per Webbrowser steuern. Alles, was dazu benötigt wird, ist ein Raspberry Pi 3, ein Netzteil und eine Micro-SD-Karte. Ein Set wie dieses lässt sich bei Amazon für knapp 65 Euro erwerben. Dazu sollte noch eine Webcam vorhanden sein, reicht jedoch meist eine günstige für 5 bis 10 Euro vollkommen aus. Octoprint lässt euch euren 3D-Drucker kabellos steuern, ist zu 100% Open Source und kann aufgrund von Plugins erweitert werden bzw. für euren Drucker optimiert werden. Aktuell sind 149 verschiedene Plugins auf der Homepage zum Download verfügbar, von denen ihr frei wählen könnt. Octoprint verfügt über einen integrierten Slicer, bei dem es sich um Cura handelt. Unter Download könnt ihr auf der Homepage alle benötigten Dateien herunterladen und erhaltet eine detaillierte Anleitung zum Installieren von Octoprint auf eurem Raspberry Pi. Sobald Octoprint installiert ist, sieht das Hauptmenü, welches ihr über einen beliebigen Browser öffnen könnt, wie folgt aus. Das Hauptmenü ist sehr übersichtlich gestaltet, aber enthält alle benötigten Funktionen. Oben links kann Octoprint mit dem 3D-Drucker verbunden werden. Nachdem sich der Drucker verbunden hat, ändert sich automatisch die Statusanzeige. Weiter unten in der linken Spalte werden die gespeicherten Dateien angezeigt. Die Dateien, in meinem Fall hauptsächlich G-Codes, lassen sich in Ordnern sortieren. Es können sowohl STLs wie auch G-Codes über den Upload-Button hochgeladen werden. Unter Neues Verzeichnis kann ein neuer Ordner hinzugefügt werden. Zu jedem Objekt können über den kleinen Pfeil weitere Informationen angezeigt werden. Wann die Datei hochgeladen wurde, die Modellgröße, der geschätzte Filamentverbrauch in Metern, die geschätzte Druckzeit und wann das Objekt zuletzt gedruckt wurde. Über die Icons kann die Datei heruntergeladen, gelöscht oder gedruckt werden. Sobald auf Drucken geklickt wird, ändert sich automatisch die Temperaturanzeige. Im Temperaturmenü können die gewünschten Temperaturen eingestellt oder Offsets für den Druck festgelegt werden. Unter Steuerung wird die aktuelle Webcam-Ansicht angezeigt. Der Druckkopf kann mit den Home-Tasten oder den Pfeilen für die einzelnen Achsen bewegt werden. Des Weiteren können Änderungen der Einstellung fürs Extrudieren, der Geschwindigkeit oder der Flowrate vorgenommen werden. Auch können Motoren und Lüfter an- und ausgeschaltet werden. Der G-Code Viewer zeigt eine Vorschau der einzelnen Druckbewegungen jeder Schicht an. Über den rechten Schieber kann durch die einzelnen Schichten gefahren werden. Während des Drucks wird die aktuelle Druckbewegung des Druckkopfs angezeigt. Mit dem Untermenü Terminal kann direkt mit dem Drucker interagiert werden oder es können die aktuellen G-Code-Zahlen ausgelesen werden. Die Zeitraffer-Einstellungen können im letzten Menüpunkt angepasst werden. Rechts oben werden die installierten Plugins angezeigt. Bei mir ist lediglich das Plugin für Astroprint installiert, welches ich euch im nächsten Video vorstellen werde. Unter Einstellungen können die üblichen allgemeinen Einstellungen, zum Beispiel Intervalle oder Timeout-Einstellungen, verändert werden. Bei Druckerprofile können die einzelnen Druckerprofile für eure Drucker angelegt werden. Octoprint kann aber immer nur mit einem Drucker verbunden sein. Hier lassen sich noch die maximalen Temperaturen festlegen und weitere Einstellungen für G-Codes und Terminalfilter definieren. Die Webcam-Einstellungen können auch hier gefunden werden. Das wohl wichtigste Untermenü, der Plugin-Manager, lässt euch ganz einfach nach Plugins suchen und diese mit nur wenigen Klicks installieren. Unter Aktualisierungen könnt ihr die Updates eurer Plugins verwalten. Sobald ihr auf Aktualisieren klickt, läuft alles von selbst ab und anschließend wird Octoprint neu gestartet. Der Vorgang dauert meist nur wenige Minuten. Auf Neuerungen weist euch Octoprint direkt beim Einloggen hin. So werdet ihr stets über Änderungen an euren Plugins oder an Octoprint selbst informiert. Ganz rechts oben in der Ecke ist das Einloggen-Menü. Ohne eingeloggt zu sein, ist es nicht möglich, am Drucker Änderungen vorzunehmen. Nun zu einer nützlichen Ergänzung von Octoprint. Octoprint verfügt über eine eigene App, die ebenfalls kostenlos verfügbar ist und im App Store oder im Play Store heruntergeladen werden kann. Die App verfügt über fast alle Funktionen, die ihr auch über euren Webbrowser bedienen könnt. Hier kann der Status des Druckers eingesehen werden, Drucke gestartet, Dateien gelöscht und so gut wie jede vorher genannte Option für den Webbrowser bedient werden, ganz bequem vom Smartphone oder Tablet aus. Die Webcam lässt sich einfach im Vollbildmodus anzeigen. Zum Schluss noch eine knappe Zusammenfassung von Octoprint. Die größten Vorteile von Octoprint sind zum einen, dass es kostenfrei ist, vollkommen Open Source, das heißt ständig verbessert werden kann, über eine übersichtliche Menüführung verfügt, eine Vielzahl an Plugins installiert werden kann und über einen integrierten Slicer verfügt für die Leute, die das mögen. Der größte Nachteil, sowie auch fast der einzige Nachteil von Octoprint ist, dass nur ein Drucker angesteuert werden kann, zumindest in der Software selbst. Es können keine Vorschaubilder erzeugt werden
und es können auch keine Wartelisten erzeugt werden. Wobei die letzten beiden genannten Funktionen nicht essentielle Funktionen sind. Das war es soweit zur Octoprint Drucksteuerung. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Gerne auch ein Abo. Über Kommentare und Anregungen freue ich mich immer gerne. Bis demnächst.